Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Groundspotting YouTube-Kanal. Zu Beginn noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr seht diese Glocke da unten rechts unter dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr die mal drücken könntet. Dann werdet ihr über jedes neue Video von meinem Kanal direkt informiert und verpasst kein neues Video mehr. Jetzt aber zurück zu diesem Video hier. Ich entführe euch dieses Mal in das nordrhein-westfälische Essen. Hier spielt der Traditionsverein Rot-Weiß Essen an der bekannten Hafenstraße. Das Stadion Essen ist die Heimspielstätte des Regionalligisten Rot-Weiß Essen oder auch kurz RWE. RWE hat mir übrigens ermöglicht, ein paar Aufnahmen innerhalb des Stadions zu machen. So kann ich euch auch Spielerbänke oder mal eine Loge von innen zeigen. An dieser Stelle also nochmal liebe rot-weiße Grüße nach Essen und besten Dank für diese Möglichkeit. Das Stadion Essen ist ein reines Fußballstadion und steht im Stadtteil Berge-Borbeck. Eröffnet wurde die Spielstätte am 12. August 2012, ist also noch gar nicht mal so alt. Neben der Männermannschaft von Rot-Weiß trägt auch die SGS Essen aus der Frauenbundesliga in diesem Stadion ihre Heimspiele aus. Schon lange vor dem Neubau des Stadions Essen war klar, dass die Stadt ein neues Stadion benötigt. Mehrere Gutachten hatten bestätigt, dass die über 60 Jahre alte Haupttribüne des ehemaligen Georg-Melche-Stadions baufällig war. Das Georg-Melche-Stadion war vor dem Neubau des Stadions Essen das größte Fußballstadion der Stadt. 1964 wurde das Stadion zu Ehren des ein Jahr zuvor verstorbenen Georg Melches, einem Mitbegründer von RWE, umbenannt. Zuvor trug es den Namen Stadion an der Hafenstraße. Die Kapazität des GMS betrug zuletzt 15.000 Plätze. Und das, obwohl es seit 1994 nur noch ein Stadion mit drei Tribünen war. Das war einmalig in Deutschland bei dieser Kapazität. Im Georg-Melche-Stadion selbst hat sogar mal ein Spieler von RWE gewohnt. Niemand geringeres als Willy Ente-Lippens, bekannt für das hier eingeblendete Zitat, wohnte zu Beginn seiner Essener Zeit in einem Zimmer unter der Haupttribüne. Insgesamt gab es vier dieser Zimmer für junge Talente, die nach Essen kamen. Aufgrund des eben erwähnten Gutachtens beschloss der Rat der Stadt Essen Ende 2010 dann den Neubau eines Stadions mit einer Kapazität von rund 20.000 Zuschauern. Die Rohbauarbeiten des Warmgebäudes mit Haupttribüne und die Gasttribüne wurden im Januar 2012 fertiggestellt. Die Gegentribüne folgte dann im April desselben Jahres. Nach Vollendung der einzelnen Tribünen wurden dann die Tribünendächer montiert. Irgendwie logisch, ein Dach ohne Tribüne ergibt nicht ganz so viel Sinn. Die Tribünendächer sind übrigens freischwebend, sodass dem Zuschauer keine Pfeiler die Sicht nehmen können. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten wurde dann bis zum August 2012 auch das Warmgebäude fertiggestellt. Im Warmgebäude finden sich unter anderem dann Spielerkabinen, Doping- und Schiedsrichterräume, der VIP-Bereich, die Geschäftsstelle oder der Fanshop von Rot-Weiß Essen. Auch die Meisterschale von 1955 steht im Warmgebäude, diese findet man direkt an der Geschäftsstelle. Nach dem Umzug des Vereins im Sommer 2012 konnte mit Errichtung der Heimtribüne das Stadion dann komplettiert werden. Das alte Georg-Melche-Stadion wurde in der Folge leider abgerissen und auf der Fläche dann ein Parkplatz errichtet. Vom denkwürdigen GMS ist nur noch der Flutlichtmast übrig geblieben. In diesem wurden übrigens Funkzellen integriert, sodass der Flutlichtmast nun als Funkturm fungiert. In der ersten Ausbaustufe, in der sich das Stadion momentan befindet, ist es ein klassisches Einrangstadion mit 32 Sitz- bzw. Stehreihen. Es fasst dadurch rund 20.000 Zuschauer und entspricht den Vorgaben des Deutschen Fußballbundes für die Regionalliga, die dritte und die zweite Liga. Erstmals mit über 20.000 Zuschauern ausverkauft war das Stadion am 8. April 2014. Zu Gast war der damals drittklassige MSV Duisburg zum Derby im Niederrhein-Pokal-Halbfinale. In einer zweiten Ausbaustufe können die Ecken des Stadions übrigens geschlossen werden. Dadurch würde sich die Kapazität der Spielstätte auf 25.000 Zuschauer erhöhen. Theoretisch wäre auch noch eine dritte Ausbaustufe möglich, bei dieser würde dann ein Oberrang auf das Stadion gesetzt werden. Durch diesen Oberrang würde sich die Kapazität um weitere 10.000 Zuschauer erhöhen. Bei einem vollständigen Ausbau hätte das Stadion Essen also eine Gesamtkapazität von 35.000 Plätzen. Die Heimtribüne mit Stehplätzen ist in Essen übrigens die Westtribüne, benannt nach der ehemaligen Tribüne im Georg-Melche-Stadion. Tatsächlich steht die Westtribüne des Stadions Essen aber nicht im Westen, sondern eigentlich steht die Westtribüne im Osten. Im ersten Obergeschoss des Stadions befindet sich ausschließlich der Businessbereich. Hier können fast 900 Personen Platz nehmen. In diesem Bereich gibt es auch eine eigene Ecke für die Spieler. Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Logen und der Bereich für den Stadionsprecher oder den Ordnungsdienst. Die Gesamtkosten für die Errichtung des Stadions belaufen sich auf 64 Millionen Euro. Ursprünglich waren bei der Beschlussfassung nur Kosten von 31 Millionen Euro vorgesehen.
Damit wären wir auch am Ende eines weiteren Videos angelangt, meine Freunde. Cool, dass ihr wieder dabei gewesen seid und das Video bis hierhin angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt diese eingangs erwähnte Glocke da unten rechts in der Ecke, damit ihr kein Groundspotting-Video mehr verpasst. Dann sehen oder hören wir uns beim nächsten Video hier auf meinem Kanal definitiv wieder. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.